Am 25.07.2022 war im hinteren Teil der Sächsischen Schweiz bei Bad Schandau-Schmilka an der Grenze zu Tschechien ein Waldbrand ausgebrochen. Der Brand breitete sich rasend, auch nach Tschechien, auf ca. 150 Hektar aus. Allein auf der deutschen Seite waren zeitweise zeitgleich über 800 Einsatzkräfte im Einsatz. Darunter viele Feuerwehren aus Sachsen und darüber hinaus einige Ortsverbände vom Technischen Hilfswerk, Rettungsdienste, Polizei aus mehreren Bundesländern mit Wasserwerfern, die Bundespolizei und die Bundeswehr mit Hubschrauber mit Bambi-Backe zum Löschen und die Bergwacht aus Bayern, um nur einige zu nennen. Zudem wurden mehrere Hubschrauber von Heli Austria unter anderem zum Löschen eingesetzt. Der Brand konnte nach ca. einem Monat gelöscht werden. Auf einer Wiese in Reinhardsdorf-Schöner wurde ein provisorischer Landeplatz eingerichtet, wo die Hubschrauber betankt wurden. Nun werden exemplarisch
noch einige Hubschrauber-Einsätze gezeigt.
Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und euch auch weitere Videos von mir anschaut. Beispielsweise auch von dem Waldbrand.